Ton aus. Gameplay. Nein, ist egal. So, Leute, willkommen zurück zu Yoshi's Valley World. Weiter geht's mit Welt 3.1. Weiter geht's mit Welt 3.1. Weiter geht's mit Welt 3.1. Wie gesagt, es geht, wenn sich das Gamepad beruhigt hat, weiter mit Welt 3.1. So. Ja, ein Spieler. Ohne Trick an Stecker, das ist immer schon so und wird auch so bleiben. Ja. Jetzt haben wir das bei das Spiel relativ sehr Durst bekommen, denn es warten andere sehr coole Projekte, die danach kommen, wie gesagt. Ja. So. Mir fällt gerade auf, wir laufen da auf Keksen. Das finde ich witzig. Mit A kann man fliegen. Mit X. Aber dafür brauchst du Walle. Um etwas in Walle zu verwandeln, braucht man X. So. Wir fliegen da jetzt mal drauf, weil dann kommen wir zu einem Secret. So 90% kommen wir da so ein, aber hier in dem Fall nicht. Was denn? Aber das führt uns wiederum zu den Münzen. Und da in diesem Behälter, da drin ist Wolle, die wir uns holen sollten. Gut, dann kannst du das Ding hier abknallen. Holst du die extra Leben. Und jetzt brauchst du Wolle. Da hüpft man hier dagegen und hüpft ein paar Mal. Holst du die Wolle. Ja. Ja, ne, Digga? So. Ja, du kannst jetzt da hoch. Oder unten entlang, das ist mir jetzt egal. Und du gehst runter. So. Ah ja, wir sehen, müssen wieder irgendwie hoch. Und hier hast du gerade einen Feind gefressen. Sehr schön, das war mal eine gute Tat. So, jetzt müssen wir, wie gesagt, da hoch. Die Frage ist, wie stellen wir das an? Das weiß kein Mensch. Oder? Ja, die Knöpfe sind böse. Die können dich angreifen und mobben. Die Mob-Knöpfe nennen die sich deshalb auch. Willkommen bei den Mob-Knöpfe. Kennst du eine ostasiatische Fernsehsendung namens die Mob-Knöpfe? Also, ich bin jetzt schon fast tot. So, du bist fast tot. Die Stimme, die ihr da vielleicht im Hintergrund hört, ist ein Niemand. Darf nicht von der NSA erkannt werden, weshalb wir seinen Namen jetzt nicht sagen werden. Es spielt einfach nur harmlos und hat kein Peil, wie das Level geht. Und was sagst du erst? Das Spiel ist mir zu einfach. Ah ja. Zum Release hast du gesagt, es ist sehr einfach. Und es ist Baby. Hast du am Release gesagt. Ich erinnere mich zurück. Erinnerst du nicht mal dran, ne? So sehen wir es ganz leicht. Ah. Hm. Warte. Ist halt geil. Jetzt hast du ein Wesen gefressen. Ja, mit X. Ja, mit B und mit links nach unten. Steuerkreuz. X und Steuerkreuz nach unten war es, glaube ich. Du musst Steuerkreuz nach unten halten, dann hast du es in deiner Gewalt. Ab die meisten. Ja, die gibt es aber zum Häufen im Spiel. Das hat mir so manchmal den Arsch gerettet irgendwie. Das Spiel ist zwar ganz niedlich gemacht und ist auch nicht so schwer. Aber ich finde, es müssten ja nicht alle Spiele immer abnormal schwer sein irgendwie. Na gut, niemand hat behauptet, dass sie da sind. Ja, sehr schön. Ja, das fragt es jetzt die Ulrike. Ich verbinde mir ein. Applaus. Applaus.
Als ob du vorhin auch über so einen Keks gelaufen bist. Ah ja, ich werde mir mal Zeitlupen da raussuchen. Und dann werden wir es ja sehen, wer Rest hat, ne? Ich will aber! Na gut. Nein. Also, mal schauen, ob du es jetzt im dritten Anlauf hinbekommst, ey. Heidutski. So. Wow. Also, du bist erst immer, wenn du bei einem Extra-Leben vorbeikommst, brauchst du die. Das ist witzig. Ja, das war letzte Mal auch schon so, ne? Zufällig vielleicht, irgendwie unter Umständen. So, ich dachte schon, du wolltest sagen, fick das. Aber wir haben ja, hallo, wir haben jetzt auch Mädchen als Zuschauer, da dürfen wir keine Kraftausdrücke verwenden. So, naja, keine Ahnung. Alles klar, mach mal keinen Kommentar dazu, ne? So, hehe. Da ist jetzt ein, ja, sehr schön. Ja, du zeigst eigentlich die Gegner immer aus, die verwandeln zu Wolle. Wäre lustig, wenn es auch ein Esto wäre. Man isst irgendwas und danach zeigt man Wolle. Digga, man bräuchte keine Wolle mehr in Läden zu kaufen. Ich bin dafür, dass man Wolle zeigen soll. So, die Nadel von Zeigei, die piekst, ne? Wenn du da ungeschickt drauf kommst und der fällt dir gleich auf deinen Sack. Beachte, du hast du verkackst gerade, ne? Du musst das da oben... Season. Du warst schon, du bist noch nicht zum Midway-Flag gekommen. Du warst noch nicht bei einer Midway-Flag, das heißt, du musst den ganzen Zeit von vorne machen. Ich dachte, jetzt der Part flutscht mal schnell vorbei, weil du es kannst. Aber wie wir sehen, du kannst es nicht. Applaus. Ich dachte schon, ich wäre das schlechteste Yoshi-Spieler der Welt. Nicht jetzt. Du bist gar nicht mal so ganz scheiße. Keine Hektik. Außer da. In die Iran. Also, du sagst einen Spruch doch jetzt nur, um dich cool zu fühlen, stimmt's? So. Also, kein Kommentar. Wir machen jetzt einfach weiter und wir schauen ihn zu, wie er probiert es zu machen, aber es klappt halt einfach nicht. Aber wir geben ihm halt noch ein paar Versuche. Eine Hoffnung. Nee. Du wirst jetzt je nach Zeit 1 bis 2 Level spielen. Das ist keine Frage, mein Lieber. Ja, keine Ahnung. Ja, vielleicht ganz kurz nur mal so als Info, ne? Wie, es gibt ja 6 Welten. Das ist jetzt die dritte, die wir anfangen. Das heißt, wir haben jetzt noch 4 Welten, also 4 Welten insgesamt, die wir noch machen müssen. Mit dieser hier, inklusive der. Das heißt, ja, sagen wir ungefähr 4 Parte pro Welt, 4 bis 5, das heißt, wir sitzen dementsprechend bei, ja, um die 20 bis 25 Parte, die wir noch, da ist schon die Mitwerfleck, wow. Um die 20 bis 25 Parte, die wir noch vor uns haben. Und das wird dementsprechend dann witzig. So, weiter geht's. Du kannst einfach, du kannst weitergehen und das erst bei den Gegnern da vorne irgendwie schießen. So. Und ich wollte der Wolle holen. Alter, ja, diese Dinger da tun Knöpfe. Jetzt wissen wir wenigstens, wer diese Knöpfe da hinpisst. Aber ich finde, das Level ist eigentlich vom Level-Design so echt cool gemacht. Naja, die Gegner sollen ja auch ein bisschen schwieriger sein als man selbst irgendwie. Selbstkritik. Du musst damit Wolle machen. Du siehst die Wolle gegen eine Wandseite. So. Ich wollte vielleicht noch eins an. Ja. Ja, jetzt hat. Mit X. Wow. Egal, lass das weg. Das brauchen wir nicht.
Das Spiel ist FSK 6 und schafft einen Grundschüler. Wir sollten uns ernsthafte Gedanken machen. Und deine komischen Geräusche zu beurteilen, freust du dich nicht gerade. Und nein, ich zwinge ihn nicht dazu, die Spiel zu spielen. Ich habe mir erst nur Füße. Dieses Spiel zu spielen. Alles klar. Also Leute, das ist mal Content hoch 5. Wie bereits in dem Mario Kart Teil gesagt, wo er dabei war und er erzählt hat, dass wir mal auf seinen Kanal Tree Runner vorbeischauen soll. Da rennt er ständig gegen die Bäume. Checkt das Video mal aus, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Es ist definitiv lustig. Verlinke es mal in die Description. Achso. Ich tue es mal in die Description und dann könnt ihr euch das mal reinziehen. So. Heilig. Wenn du es verkackt haben solltest, dann ist dir klar. Nein, flieg einfach weiter. Flieg einfach weiter. Ach, wenn du jetzt gerade. Ja, weiter. Ja, dann. Wer fuckt ab? Wärst du wenigstens bis zum Mitwerfleck gekommen? Oh, du bist das sogar. So, wir kommen langsam voran. Und denk dran, wir wollten zwei Level machen. Das wird ein schöner Spaß. Ja, es ist das jetzt lieber. Das hast du jetzt mal gut erkannt. So. Man denkt irgendwie falsch, dass da jetzt so ein Mitwerfleck wäre, aber falsch gedacht. Da kommt gleich wieder so ein Vieh raus. So ein Maulwurf, der mit den Augen schaut, obwohl er nicht mal Augen hat. Das hast du jetzt endlich da nicht well. Wie du einfach genau in die Mitte passt, ey, dass du da keine Platzangst bekommst. Ja, ja. Alles klar, was war das? Nee. Ja, der kann doch keine Gabel essen. Keine. Andersrum. Ja, ich habe mal Yoshi Peaks gegen eine. Peaks gegen so einen Fug. Ja, ich möchte halt Gabeln essen können. Es ist doch mein gutes Recht, Gabeln essen zu wollen. Das ist nicht meine Gabel. Du hast gesagt, ich kann halt keine Gabeln essen. Ja, das Ding heißt halt nicht Gabel, sondern Stock oder. Du weißt, was du gerade machst. Stock bei einer Biene? Was? Stock bei einer Biene? Ja, das hast du jetzt. Hallo. Gott, ist das ein verwechseltes Thema wieder? Wir müssen das heißt wieder von vorne machen. Wo wir noch nicht mal an, dass wir bei der Mitwerflex sind, wo wir hin wollen, ne? Du musst doch erst da hingehen. Sonst. Muss ich denn jetzt? Ja, da darf die Reste Plattform, damit du dann weiter hochkommst. Das müsste doch jeden Legastheniker klar sein. Verdammte Scheiße! Hast du gerade gefurzt? Nein. Gut, streng jetzt an. Und nicht da jetzt Blatt machen lassen. Du hast es Level gleich geschafft, denn da vorne ist frei schon das Ziel. Ja! Alles klar. Alles klar. So, ist jetzt schon Content hoch 4, wie ich schon gesagt habe. Ne, wir sind definitiv im besten. Wir machen den besten Content auf der Welt. Sehen wir ganz klar. Ja, aber was wollen wir reden? Ja, keine Ahnung. Vielleicht, ja, darüber. Ich weiß nicht, wie viele Leute sich das Video gerade anschauen und zufällig neu auf dem Kanal sind. Irgendwie sind vielleicht ein paar. Dementsprechend die Fakten mal kurz zusammengefasst. Das ist Lost Valley World. Wir spielen Lost Valley World auf einer Wii U. Was ist eine Wii U? Eine Spielekonsole von Nintendo. Was ist nun Nintendo? Eine Firma, die Videospielkonsolen herstellt. So. Hätte man kaum gedacht, ne? Und Jurassic Valley World ist eben ein Spiel für die Wii U. Es ist FSK 6, ist irgendwann 2015 erschienen, ich weiß aber leider nicht mehr wann, und ist... Nee, ja, da ist Nintendo Switch erschienen. Nee, irgendwann im März, glaube ich, war gar nicht mal so falsch, egal, irgendwann ist es erschienen. Und hatte seitdem... Relativ, ja, keine Ahnung, ne? Hatte seitdem auch relativ gut verkauft. Und jetzt zu Weihnachten ist die... Warte, nee. Jetzt nach irgendwann dieses Jahr
ist die März oder nee, Februar oder Januar ist die, oder das war Ende 2018 irgendwann, Ende 2016, Anfang 2017, ist die 3DS-Version erschienen, hab's ebenfalls leider nicht mehr ganz im Kopf, wann das war. Du hast ein Ei gefressen, du bist aktuell unverwundbar, das weißt du. Sagst du, du bist unverwundbar aktuell. Ja, dann bin ich aber schon. Das ist das super Item für ganz Dumme. Du bist im einfachen Modus und verwendest das super Item. Applaus. Ich bin zu dumm für super Item. Schau, ich bin nicht. Ich komme trotzdem nicht hoch. Oh mein Gott, also. Es ist richtig, dass das Game. Was bestimmt nur, damit du nicht das weitere Level spielen musst. Gib es zu. So. Also. Ja, was war ich jetzt? Was wollte ich jetzt sagen? Ach so, wir hatten richtig Nintendo. So, ja. Richtig, das sehe ich mal lieber halt. Die 3DS-Version ist ja Halleluja. Hallo, jetzt bin ich auch noch super schnell und. Hallo, ich bin einfach. Hey! Oh mein Gott. Also, die 3DS-Version davon ist jetzt Anfang des Jahres erschienen. Für den 3D. Hallo, ihr könnt noch keine. Wartet mal ganz kurz, Leute. Entschuldige mal. Ich hab schon Mullebub 2 durchgespielt. Ich zeige euch jetzt mal, wie man hier fickt. Upsala. Danke. Ich zeige euch gleich, wie man hier fickt. Was jetzt? So, war das jetzt so schwer? Wie wir gesagt haben. Allerdings! Da war das Ziel. Hätte man es nicht gedacht, ne? Definitiv. So, also, sorry für die unanständigen Wörter, die jetzt mal gefallen sind. Das mache ich nicht so oft, aber ab und zu rutscht mir das mal raus. So, das Wort. Also, ja, nice, ne? Wir haben keine Abzeichen eingesammelt und nichts. Ich sag ja, Content hoch 5. Und ich überlege, ob ich jetzt noch ein zweites Level zumuten kann oder ob wir ein Part jetzt hier nach dem Level beenden. Auch mein Süßigkeitenautomat zu plündern. Er plündert gerade mein Süßigkeitenautomat und gleich bleibt seine Hand drin. Steck deine Hand mal in den Automaten und bleibt sie stecken. Meine Hand passt da gar nicht mehr rein. So. Also nein. Das zweite Level traue ich euch jetzt nicht zu. Da traue ich dir nicht zu, besser gesagt. Das machen wir im nächsten Part, liebe Leute, ne? Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ja, der letzte Part, was ist für die Volt, kam irgendwie erst vor einer Woche. Und jetzt probierst du es wieder, da war auch wieder Tunkelobe Testfire, Livestream und die ganze Kacke. Jetzt geht's aber regulär wieder weiter, möchte ich betonen. Und Just Valley World kommt jetzt auch regulär, siehe Uploadplan. Mit den Worten, ich bin raus, macht's gut und ciao! Hey!